Vorletztes Ligaspiel heißt der Gegner Villarreal auf Kitz. Und dann Atletico und dann haben wir Paris. Ja, du kannst natürlich. So, gehen wir rein ins Match. Der Merino auf die linke Seite, ganz klar, vorne drin. Und euer Kapitän ist erstmal Iñaki Williams, weil, wie gesagt, mein Kollege, mein Lieblingsspieler Munia, ihn fällt 2 Monate aus, der wird nicht mehr spielen. Der Trainer feiert Schon der sein Zweite, der sich so langfristig einflusslose auswirkt. Spiel, aber darf er nach dem Schlusspfiff auch einen Sieg feiern? Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. We will see. Selbst wenn nicht, dann Hallo ist es. aus dem Estadio San Mamés, liebe Zuschauer, Wetter ist sehr gut und Na wir gut, freuen auf uns, geht's, Villarreal. dass Sie sich dieses Spiel heute nicht entgehen Der nächste Gegner. lassen wollen. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Drei Markus Spiele noch haben Hartwig, wir. das Ganze Und dann heute sind wir für raus uns für heute. Dann kommentieren. haben wir Und bei FIFA uns durch. geht es heute um ein Zumindest Spiel die aus der Karriere mit Liga Bilbao. Santander. Athletic Bilbao gegen Villarreal. Also, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird gute Chance für Oyarzabal. Oh ja, so Einen Ball, der Pfosten erste Warnschuss. Oh, da Der könnte man zweite sagen, mit direkt mal vollem hinterher. Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Ecke in die Mitte. Da konnten sie nichts draus machen. Macht er ihn? Und Dann der hat er Druck dritte, auf. also wie gesagt, Atletico legt die wie die Feuerwehr. Atletico Bilbao legt die wie die Feuerwehr los. Flanke geht in den Strafraum. Nächster Versuch. Im Estadio Ciutat de Valencia gibt es einen Treffer. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Real Madrid. Der Torschütze war Kevin De Bruyne. Ein Distanzschuss war das ja, aber was für einer. Den sieht man nicht oft. Unheimlich präzise und vor allen Dingen auch wuchtig. Neuer Spielstand. Ah, aber wir Real darf mit mitspielen. Gespielt sind hier 10 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Athletic Bilbao hat das letzte Auswärtsspiel gewonnen, als man es mit Mallorca zu tun hatte. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Blockt den Schuss erstmal ab. Da sind Sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ah, den muss er besser Ja. erklären. Bilbao spielt hier gerade so ein bisschen. Flanke geht's. Oder Altaif oder Bayern, wie auch immer ausgesprochen wird, Neuigkeiten aus dem Estadio de verhindert Somos. die Ein nächste. Tor ist gefallen. Alle Infos jetzt im Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den FC Barcelona. Der neue Spielstand heißt nun auf Mallorca, 23. wo wir eben auch gewonnen haben. Danke für das Update. Also für mich eben vor euch, wahrscheinlich gestern, ich habe keine Ahnung, wann die Folgen rauskommen. Ich bin jetzt gerade mehr oder weniger am Durchziehen. Ich muss eben vielleicht sogar anpassen. Und Tor für Villarreal. Abseits. Danke Morata. für dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Meiner Meinung nach war das knapper Abseits, würde ich sagen. Also, dass sie jetzt führen. Aber es ist wieder ein nicht zu null. Gegen Atletico wird es wahrscheinlich genauso wenig passieren. Ich weiß nicht, wie viel wenig zu null wir haben. Immer wieder kriege ich ihn. Also wie selten kriegst du mal zu null hin. Da geht er vorbei. Flanke kommt rein. Aha. Da passt er auf, Ball geklärt. Jetzt bist du eigentlich haushoch überlegen und kriegst und läufst wieder dem Rückstand hinterher. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. 100 Spiele hat der Trainer jetzt auf seinem Konto. Tolle Marke, wenn man bedenkt, wie schnelllebig der Fußball heute ist. 100 Spiele, das ist jemand, der den aktuellen Fußball mit Ey, das ist doch nicht wahr. Wie gesagt, das ist jetzt der zweite. Von ihm natürlich. Der knallt hier gerade die zwei Tore rein. Also das, was wir eigentlich da vorne machen sollten. Das ist das letzte Heimspiel der Saison. Also zumindest, ja doch, das letzte Heimspiel der Saison.
erhalten. Da zeigt er sein Können. Jetzt komme ich wieder mit der scheiß kurzen. Flanke kommt in die Mitte. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird. Ja, schenk dir noch einen Elfmeter. Elfmeter, sofort kommt hier der Pfiff. Wofür? Wofür? Die haben der Verfehl geschossen. Elfmeter und Tor. 3-0. Ey, die wissen nicht warum. Sie machen 3 Torschüsse mal kurze Zeit hintereinander. Ja, wir spielen mal kurz 3 Torschüsse. Machen wir alle mal rein kurz. Oh, fassbar. Ecke stimmt. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Aber also, ich weiß nicht, wofür der Elfmeter jetzt gerade passiert ist. Weil sie daneben geschossen haben. Oh, kriegen sie noch eine Chance. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Ach, Mann, ey, das ist das Problem, wenn du nie den Gegner, wie gesagt, du hast die Chance, du bist so drin in der Partie. Lässt sich nicht beirren, den Helder. Ball kommt kurz. Wieder raus, gibt wieder Ecke. Du bist jetzt aber der Zweite, hast du sowas von steigern? Ich wollte das jetzt, habe ich schon schön gewinnen, ja. Lass doch den Angriff laufen. Die erste Hälfte ist vorbei. An den Pfosten, aber immer noch. Wie gesagt, gefühlt haben wir mehr vom Spiel als der Gegner, aber ja, sie sind halt eisekalt da vorne. Mach rein, her, hau dreimal aufs Tor. Alle drei Dinger drin, egal wie. Manu Trigueros. Nee, Ballverlust. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Tor durch Williams. So, 1-3. 50. Vielleicht doch noch irgendwie eine kleine Aufholjagd zu starten. Aber wir haben schon mal, glaube ich, so ein Spiel gehabt, wo wir 0-3 hingelegt haben und deswegen am Ende 5-3 gewonnen haben. Oder sowas. Aber zumindest haben wir ein Tor. Wir sind jetzt noch wieder dabei. Der Top-Torjäger. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Großer Bell. Stark gemacht, das könnte was werden. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Ah, ich selber machen müsste das Ding. Vielleicht wäre jetzt nochmal was drin gewesen. In Kürze geht's weiter. Das nächste Spiel der La Liga Santander steht an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Atletico Madrid. Auf die Partie freuen wir uns. Das könnte richtig gut werden. Könnte den Konter geben. Da, der Konter. Chance zum Anschlusstreffer. Jetzt dahin. Der hätte was vielleicht machen können. Stadio Ciutate Valencia gibt es einen Treffer. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Real Madrid. Der Torschütze war Karim Benzema. Er macht das fast schon zu präzise. Ball geht ans Alu. Abseits. Von dort prallt er dann doch noch ins Tor. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind 60 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Er holt den Ball hier ganz stark. Leider nicht. Er holt sich diesen Ball. Der FC Villarreal hat im heutigen Spiel die deutlich bessere Ballbesitzstatistik. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Ja, wird hier gut unterstützt. Da geht er vorbei. Ah. Das könnte sein. Den Ball zu leben, das Problem, wenn die Bälle dann wieder wegspringen. Und hier ein kurzer Blick auf den nächsten Gegner von. Mann! Ja, es geht gegen den FC Valencia im nächsten Spiel in der La Liga Santander. Das so, aber das ist jetzt die Chance.
gucke. Gut, wie er den Ball abblockt. Den Ball holt er. Gucke. Ja, ich befürchte, das ist das trotzdem. Also das wird jetzt mit Menge werden. Wir hatten hier ein, zwei Chancen, die wir jetzt nochmal durch Williams hatten. Gewechselt. Wir sehen es, gleich drei neue Leute kommen ins Spiel. Früh wird er jetzt gestört. Es gibt ein Tor im Estadio Ciudad de Valencia. Alle Infos dazu jetzt aus dem Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Real Madrid. Torschütze ist Vinicius Junior. Mein Best Friend. Also wie gesagt, das Thema ist eigentlich durch mittlerweile. Also wir verlieren auch das letzte Heimspiel hintereinander. Es ist die siebte Saisonniederlage. Für das Update. Sie bekommen den Ball nicht raus. Glaube ich zumindest. Aus dem also, Angriff wird also nichts. Olmo. Vielleicht der Anschlusstreffer. Klasse dazwischen gegangen. Ja, da müssen Sie aufpassen. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Gute Chance für Dani Olmo. Geht hier noch was? Es schießt. Na, zu spät. Ich vermute, es ist zu spät. Was für eine Schlussphase. Olmo nur noch Anschlusstreffer. 2-3, aber es könnte zu spät sein. Wir hatten die zwei Dinger durch Iñaki. Der hätte das eine Ding machen müssen, statt quer zu nehmen. Zwar noch mal ran, aber ist das 22. Saisontor, aber das ist zu spät. Das Aufbäumen kommt zu spät. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Lass ihn laufen! Der läuft ihn doch drüber! Der Klepper, der lange Ball, der wäre drüber vorbei gewesen am Verteidiger. Nö, dann pfeift man lieber mal ab. Ja, 2-3 am Ende die Niederlage. Ja, Mann, die wissen auch nicht, warum sie gewonnen haben. Okay, sie haben doch mehr gehabt. Also, ja gut, okay. Am Ende haben sie diese Mega-Phase gehabt, wo sie halt die Tore gemacht haben. Naja, ist halt so. Wie gesagt, ist passiert. Wie gesagt, fünf Saison die lang, aber nicht sechs. Fünf Saison. Na ja, gut, jetzt geht es noch zu Atletico Madrid. Für die geht es noch um Platz 2. Für uns geht es um nichts mehr. 13 Punkte Vorsprung, es war mal 22. Wir haben übrigens viele verloren im Punkten, aber wir haben ja viele Spiele jetzt verloren oder unentschieden nur gespielt. Gut, ich bin raus und dann geht es zum Saisonabschluss in La Liga.